Willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Evo, Search for Eden. Wir haben uns das letzte Mal als Amphibie etwas weiterentwickelt und mal sehen, wohin uns das Ganze führen wird. Nein, weißt du? So. Wir versuchen heute uns mal etwas auch im Spielgeschehen voranzubringen. Das heißt, wir gehen jetzt mal weiter und schauen, wie es storymäßig weitergeht. Wir können uns dann immer noch hier die leckeren Häppchen holen. Mann, Mann, Mann. Also die Musik vom Spiel selber, die rauscht ganz schön. Land of Boss, I congratulate you on passing through the protected land. But this is the final area. I'm the strongest of the Ikustega family. I'm Depustega. Buh, buh. Oh, ich muss gerade speichern. Oh nee, wie hat man nochmal gespeichert? Ich mach's gerade so. Save. Auf Slot 9. Gut. Sorry, dass es sich etwas verzogen hat, eben das Bild. Aber ich musste gerade speichern. Ist einfach sicherer. Did you laugh at me? Do you think my body looks funny? I know you are laughing at me. You make me very angry. I'm going to defeat you. Nein, das wollte ich gar nicht drücken. Schon verloren. Und jetzt wisst ihr, warum ich unbedingt speichern wollte. Ja. Okay, schon verloren. Ja, ja, ich hab's kapiert. Wir müssen doch noch mal evolutionieren. Ah, da haben wir nicht genug. Nein. Können wir bei den Jaws was verbessern? Nein, auch nicht. Ah, wir haben echt Pech. Wir erhöhen jetzt mal unser Tail. Power Tail, Spring Tail. Ja, wir machen Power Tail. Hilf doch, du Arschloch. Ach, also, dass der spucken kann, ist doch echt nervig. Okay, wir werden jetzt hier ein bisschen rumfehlen. Kann der hüpfen, wenn wir ihn beißen? Naja, ja, ist gut. Oh, wenn das Spiel nicht so laut wäre, wäre das ja ganz okay. Vielleicht schaffe ich jetzt so mit einem kleinen Trick, ihn zu besiegen. Nein, habe ich nicht geschafft. Ich weiß ihn doch, dann dreh dich nicht dauernd weg. Ach. Sowas hasse ich. Habe ich schon erwähnt, dass ich es hasse? Ich hasse es. Hey, ich bin dir auf den Rücken gerutscht. Ja, ich bin gleich wieder tot. Mist, ich wusste aber auch echt nicht mehr, dass hier noch der Endboss ist. Das ärgert mich jetzt. Aber eigentlich so wie wir sind, keine Chance gegen ihn haben. Ja. Arschloch. Leck mich doch am Arsch. Wir haben keine Chance, wir sind furchtbar langsam. Und schwach. Ach Mann, das ärgert mich jetzt kaputt. Wie kann er denn so schnell wieder hüpfen, Mann? Er ist so riesig und schwer. Ich bin doch einer von denen. Arschloch. Arsch. 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 Mann, was der für ein Tempo drauf hat. Ja. Und er spuckt auch noch.
Das ist total dumm. Man selber kann überhaupt nicht lernen zu spucken. Und man kann ihn noch nirgendwo festklemmen. Bei anderen Gegnern hat man nicht die Möglichkeit, sie auszudrücken, indem man sie irgendwo festkeilt. Bei dem hat man das leider nicht. Und er schafft es auch in der Luft weiter zu fliegen. Ja, ich lasse mich jetzt gerade mal hier töten. Ja, bla bla, tot, bla 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 bla. Mach hin. Wir brauchen mehr Erfahrungspunkte. Ja, ich ärgere mich kaputt. Aber wenigstens weiß ich jetzt Bescheid. Bla, ja. Wir haben es jetzt kapiert. Wir müssen viel stärker werden. Also, Freunde, wir müssen mehr Erfahrungspunkte sammeln. Jetzt wären ein paar bunte Fleischstücken natürlich nicht schlecht. Lecker, wie lecker. Oh, wie gut das schmeckt. Komm schon. Dann nehme ich auch ein Stück probieren. Hey! Das wird jetzt eine sehr langweilige Arbeit, die ganzen Evolutionspunkte zu sammeln, aber sie muss ja gemacht werden. Und ja, ich weiß, ich könnte das theoretisch rausschneiden, aber schreibt am besten mal in die Kommentare, ob ich das Evolutionspunkte sammeln rausschneiden soll oder nicht. Oder offscreen machen soll. Ich meine, es gehört ja eigentlich zum Spiel dazu. Und um ein optimales Bild des Spieles zu darzustellen, ist es auch natürlich sinnvoll, die Nachteile. Und schon. Der schläft und macht uns mehr Schaden als wir ihn. Oh ja. Lecker. Ich hoffe immer auf dieses bunte Fleisch. Das erfordert uns eine Menge Zeit. Das sind aber auch ein riesiger Klotz. Und man sieht auch beim Gegner, beim Endboss, leider nie, wie viel Schaden der macht. Na Quatsch, wie viel Leben der hat. Komm schon, ärgere mich jetzt nicht. So. Stunden später. Ich habe es geschafft, ich habe es geschafft. Naja, davon sind wir noch lange entfernt. Brauchen diese Endbosse immer die beste Entwicklungsstufe eigentlich, um es ohne Probleme zu schaffen. Natürlich geht es auch mit nicht der besten Entwicklungsstufe, aber da muss man sich mehr anstrengen. Und richtig kämpfen. Und ich werde so noch wahrscheinlich wieder ein paar Mal sterben. Ihr seht ja schon, was die kleinen Viecher uns für Schaden machen. Und bei den großen Gegnern haben wir halt das Problem, dass wir uns zwischenzeitlich nur ganz wenig heilen können. Da sind nämlich zwei Pflanzen, die jeweils drei Lebenspunkte wiedergeben. Und drei Lebenspunkte sind definitiv nicht viel bei so einem Bosskampf. Und da ist ja eigentlich Bosskampf, das heißt der Endgegner. Boah, die Musik ist so aufdringlich. Generell ja schön gehalten und ich mag diese alten klassischen Konsolenspielmusik-Dinger ja. Aber wenn man es jetzt die ganze Zeit so monoton im Hintergrund hört, weil man hier ewig beschäftigt ist, dann wird es doch auf Dauer etwas aufdringlich und nervig. Man ist dann halt doch verwöhnt von den Mörder-Soundtracks von den heutigen Spielen. Wobei ich sagen muss, dass ich die Einfachheit des Hintergrundbildes hierbei sehr zu schätzen weiß. Jetzt. Ach komm schon, mit dem Hauptkartenschwanz macht er uns Schaden oder was? Wir haben es bald geschafft. Aber ich denke, ich werde den Endbosskampf eh trotzdem in die nächste oder übernächste Folge packen müssen. Schreibt am besten mal in die Kommentare, wie gesagt. Soll ich die Evolutionspunkte offscreen sammeln?
also außerhalb des Let's Plays und dann immer für die nächste Folge vorbereiten oder nicht. Da ich diese Folge wahrscheinlich Freitag hochladen werde, könnt ihr mir über das Wochenende mal da Bescheid geben, was ihr meint. Dann werde ich jetzt keine weitere Folge gleich im Anschluss aufnehmen, sondern im ersten Moment warten, damit ihr die Chance habt, euch diesbezüglich noch rückzumelden. So, den packe ich jetzt noch. Und dann rennen wir hier gerade raus ins normale Bildschirmmenü. Wie auch immer. In dieses andere Ding hier auf jeden Fall, wo die kleinen leuchtenden Punkte auf der Karte hängen. Genau dahin. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.